Moin Leute, Markus hier wieder am Start mit einem Elite Dangerous Video. Heute wollte ich euch einfach mal kurz 5 Facts zum Thema Docking vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber doch ziemlich nützlich sein können. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an mit der Nummer 1. Und zwar, wer kennt es nicht, wenn ihr an einer Station andocken wollt, seid noch im Super Cruise, richtet euch auf die Station aus und vergesst leider zu spät zu bremsen. Und saust mit enormer Geschwindigkeit an der Station vorbei und müsst nochmal eine Ehrenrunde drehen, um wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Allerdings gibt es hierfür einen ziemlich guten Tipp, und zwar, sobald ihr rechts an der Zeit unter der Entfernung noch 7 Sekunden seht, müsst ihr eure Geschwindigkeit auf 75% drosseln. Das könnt ihr auch direkt über eine Taste einstellen. Also ihr könnt eine Taste belegen, die eure Geschwindigkeit auf 75% drosselt, und zwar geht ihr in die Option auf Steuerung und dann bei Flug unter dem Punkt Drosselung und wählt unten die 75% aus, belegt die einfach mit einer Taste, nicht zu verwechseln mit den -75%, weil dann fliegt ihr quasi rückwärts. Die solltet ihr nicht belegen oder nicht benutzen, wenn ihr andocken wollt. Kommen wir nun zum zweiten Fakt. Und zwar könnt ihr, wenn ihr im Supercruise seid und eine Station ausgewählt habt, links neben dem Radar an dem Hologramm erkennen, wo die Öffnung der Station ist, und sie dementsprechend so anfliegen, dass sie quasi direkt vor der Öffnung der Station rauskommen. Ja. Bei den Würfelstationen ist es so, dass ihr die Pfeile nehmen könnt, die an den Seiten draußen an dem Hologramm. Die zeigen euch dann, wo die Öffnung ist, und bei jeder anderen Station sollte eigentlich klar erkennbar sein, wo ihr rein müsst, wo vorne und wo hinten ist. Und wenn ihr das beachtet und an den Stationen im Supercruise noch ein bisschen weiter oben, unten, rechts oder links dran vorbeifliegt, so dass der Eingang hinterher direkt vor euch ist, macht es euch das auch ein bisschen einfacher. Kommen wir nun zum dritten Fact, und zwar, der dürfte euch zwar schon bekannt sein, ich finde ihn aber trotzdem schön: wenn ihr einen Landecomputer eingebaut habt und diesen benutzt, um an einer Station anzudocken, wird währenddessen klassische Musik von Johann Strauss gespielt. Wunderschön. Ich genieße das Docking mit dem Landecomputer doch jedes Mal, wenn diese Musik kommt. Kommen wir nun zu Nummer 4. Und zwar seht ihr immer, wenn ihr euch auf den Eingang einer Station zubewegt, dass diese rechts und links, je nachdem wie rum ihr gedreht seid, rote und grüne Lichter habt. Diese signalisieren die Richtung, also quasi sowas wie eine Straßenseite, eine Flugseite, die zum Ein- und Ausfliegen gedacht ist. Die grüne Seite befindet sich immer entgegengesetzt zur roten Seite, also innen und außen. Und die grüne Seite zeigt quasi die Einflugschneise an, die rote die Ausflugschneise. Dasselbe seht ihr, wenn ihr in der Station seid, also ist dann dementsprechend, wie ich schon sagte, entgegengesetzt. Grün heißt rausfliegen, rot heißt reinfliegen. Gut, kommen wir nun zum letzten Fact, und zwar, wenn ihr in die Station reinfliegt, kennt ihr das sicher auch, dass ihr manchmal Probleme habt, euren Landeplatz zu finden. Dabei hilft euch dann dieser kleine süße Punkt links neben dem Radar, weil sobald ihr in der Station seid, zeigt dieser auch genau auf euer Landepad und ihr wisst quasi sofort, wo ihr hin müsst, ohne vorher zu weit reingeflogen zu sein und euch im Kreis zu drehen und das Landepad zu suchen. Achtet beim Reinfliegen einfach direkt auf diesen kleinen Punkt und ihr wisst sofort, wo ihr hin müsst. Das war's auch schon von mir mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich öfter so kleine Facts rausbringe, und hoffe, dass ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, einen Daumen oder vielleicht ein Abo da. Und in diesem Sinne, macht's gut.